Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir Da ist das Signal. diese Seilpfeile bekommen. Ich müsste irgendwie immer noch. Ich brauche einen besseren Namen dafür. So. Jetzt ganz ruhig, nicht, dass ich wieder irgendwie da runterspringe. Und sind immer noch auf dem Weg, diesen Co-Piloten, Jess Hopp heißt er ja wohl anscheinend, zu retten. So, okay. Und hier in diesem Gebiet habe ich voll lang gebraucht, weil ich natürlich Komm alles. schon, wir müssen zurück. Ja, warte, bis ich fertig bin. Ich treffe die auch nicht. Was für Verstärkung? Okay, keine Verstärkung. Och man, ich muss immer noch diese Steuerung wählen. Ich stand nämlich gerade hinter dem Hub so gefragt. Hab ich so gedacht, ja, jetzt E oder F. Oh, aber cool, dass er uns das gezeigt hat. Korrekt. So. Was ist hier los? Ist nochmal ein anderes Gebiet oder was? Wo bin ich denn hier? Oh mein Gott. Ach nee, hier kam ich raus. Das war diese Seiltür, wo wir nicht lang konnten. Jetzt habe ich es gecheckt. Aha, so fällt alles zusammen. Okay, cool. So, dann mal weiter. Ich hab schon gedacht, ich spring wieder irgendwo runter. Obwohl, da wäre sogar Boden gewesen. Aber ich glaube nicht, dass ich es trotzdem überlebt hätte. So, dann geht's mal weiter. Und ein geheimes Grab in der Nähe. Da gehen wir doch dann zuerst mal gleich rein. So, wie gesagt, immer der gleiche Aufbau eigentlich. Zuerst durch diesen, durch einen dunklen Gang. Ich glaube, ich hätte voll Angst, dass das alles einstürzen würde, während ich da so drunter durchlaufe. Aber hey. Kann man ja eigentlich bei jeder Höhle haben. Aber generell, wenn das so ganz knapp. Oh. Nichts kaputt gemacht. War ich nicht. Aber generell, wenn es so knapp über dir ist, dann hätte ich irgendwie noch mehr Angst. Keine Ahnung. Okay, dann geht's mal weiter. Hier durch. Und ich glaube sogar, ich weiß, welches Grab das ist. Ja, genau, das mit dem Windding. Okay. Halle des Aufstiegs, ja. Dafür habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber nicht, weil ich es nicht verstanden habe, sondern für die Umsetzung. Für die praktische Umsetzung. So, hier können wir ja erstmal unseren Bogen, den wir letzte Woche, what the fuck, letzte Folge erlangt haben, hier modifizieren, Waffen modifizieren, provisorischer Langbogen zu Recurve-Bogen, also bis dahin abgelöst bleiben, aktiv weiter, so, dankeschön, ich glaube, das haben sie sogar abgegradet, weil sonst wäre, dann wäre es immer irgendwie so rangezoomt und wir hätten nur das hier gesehen, es ist davor immer so rangezoomt, da hätten wir nur so Recurve-Bogen gemeistert, und dann musst du, hä, wie kann ich auch gemeistert gehen, okay, jetzt haben die es aber zum Glück abgegradet, ja. Dadurch haben wir mehr Upgrades freigeschaltet, aber das bringt ja nichts, weil ich nicht so viel Bergungsgut habe. Naja. Das sind die Seile, oder? Ja, Seilpfeile. Die heißen echt Seilpfeile. Okay, wusste ich nicht. Ist ja natürlich der naheliegendste Name, aber naja. Das gehörte früher zu Yamatai. Auch schön, wie sie sich sozusagen vor dem Wind schützt. So. Jetzt gibt es irgendwas, nein, oder? Nein. Oh, Schaukelpferd. Natürlich, die mussten ja damals, die Kinder mussten auch irgendwie unterhalten werden. Da wird kein Schaukelpferd ist, sondern irgendwie ein ganz normales Pferd aus Gold. Egal, ich hinterfrag nicht, wofür man es braucht. So, jetzt muss das Timing nämlich passen. Sie hat gecheckt, wie es geht. Wir müssen auf diese Plattform, die aber begrenzt nur oben ist, dann uns von dem Wind, der dann mit dieser Welle sozusagen aufgeht, mit so einem Windstoß, da hintreiben lassen. Das hat aber alles einen Timing-Grund. Denn wir müssen ja auch schließlich von hier,
von dieser Plattform irgendwie da drauf kommen und deswegen darf das noch nicht da hinten sein. Also versuchen wir es nochmal. Yay! Okay, ich glaube, ich habe es schon, also von der Reihenfolge her, richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob das so klug war, so. Jetzt mal warte ich ein bisschen länger. So, ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu lang gewartet. Yeah, okay, gut. Zweiten Mal geschafft, jetzt bin ich stolz. Ja, kommt schon, da lang sollte, dankeschön. Echt? Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dafür springen muss. Connor kann das einfach so. Er muss nicht dafür springen. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Ja, ob es jetzt so wunderschön ist, weiß man nicht. Also, ist Ansichtssache. Aber sieht schon cool aus, aber wären da nicht so Leichen bestimmt aufgespießt worden damals, dann. Nein, was. Ist das die Himiko? Die sieht aber irgendwie, keine Ahnung, komisch aus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich mir hier meine Schatzkarte abholen. Von den ganzen Goldtalern interessiert mich nichts. Ich will meine Schatzkarte gehen. Herr damit. Schön. So, hat es aufstiegs gemeistert. Ein Fähigkeitspunkt sogar dazu. Drei Teile. Handfeuerwaffe. Okay, dann habe ich gar keine. Oder? Doch, ich habe eine Karte plus jetzt diese Handfeuerwaffe da. Okay. Nee, wie komme ich denn jetzt hier runter? Einfach so? Aber einfach so. Okay. Nö, kein Bock zu kurbeln. Gehen wir weg hier. Okay, dann können wir jetzt auch wieder was upgraden hier. Und jetzt haben wir auch mal ein bisschen mehr Bergungsgebiete. Was grade ich denn jetzt ab? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier die Munition. Oder Erfahrungspunkte. Ah, doch, komm. Erfahrener Mörder. So, erstmal alles für Erfahrungspunkte investieren. So, und upgraden können wir doch hier eigentlich alles. Aber, was ist das? Höhere Schussfrequenz. Okay, nee. Muss ich nicht unbedingt haben. Nachladetempo brauche ich auch nicht unbedingt. Salve, fehlt uns noch 4. Nicht 3. Schussfrequenz. Ja, okay, dann spare ich jetzt erstmal auf die Salve, glaube ich. Was heißt, dass wir jetzt hier wieder raus können? So. Ist halt immer, wie gesagt, ein bisschen öde, wenn man hier wieder aus so einem Grab rausgeht, den ganzen Gang wieder zurückzulaufen. Aber naja. Es wäre auch ein bisschen komisch, wenn dann immer, nachdem wir die Schatzkarte genommen haben, sich auf einmal so ein Weg auftut, dass wir leichter zurückkommen. Ist ja kein Assassin's Creed hier. Karte aktualisiert. Ja, was geht denn hier ab so? Okay, da ist schon mal eine Reliquie. Ja, deswegen, weil ich hab... Wir sollen dahin und eigentlich können wir nur so... So einfach gerade sozusagen dahin. Aber ich muss dann natürlich hier alles einsammeln, was geht. Ja, ich muss mal gucken, ob ich jetzt auch dazu Bock hab. Wenn es schneller geht, vielleicht. Wenn es länger dauert, dann nicht. Aber erstmal hier hin, so. Denn hier sind überall, wie ihr seht, diese Plattform. Oh, da hätte ich auch hin können. Naja. So, die habe ich doch funkeln sehen hier, die Geocache. So, ich sehe noch was. Da rechts unten. Aber da kommen wir, glaube ich, so noch nicht hin. Gehe ich mal da hin. Oh. Komme ich noch nicht hin. Nee, was mache ich denn? Komme ich da hin gesprungen? Wollen die das von mir? Ja, okay. So, Bergungsgut, dankeschön. So. Oder? Das war doch. Ja, okay. Ich glaube, es liegt da irgendwo unten. Oh, hier ist sogar eine. What the fuck? Soll ich die anzünden? Dankeschön. 6 von 10 Statuen erleuchtet. So, dann jetzt hier hin. Da sehe ich doch schon diese
Eiernester. So, hier hoch. Hier irgendwo lang, hier kann ich auch ein bisschen runter, oder? Ich muss darüber. Ach, darüber. Ja, da wäre schon das Ziel. Aber nein, wir lassen die noch ein bisschen warten. Denn ich möchte gerne hier hin. Dankeschön. So. 2 von 5. So, wie komme ich denn da hin? Da muss ich wieder zurück, glaube ich. Dahin, glaube ich. Ich glaube, so funktioniert das. Oder hab. Nee, warte, ich habe hier noch ein bisschen vercheckt. Da ist das Dokument. Wow. Wow, ich habe gerade gedacht, ich wäre runtergefallen. Ich habe nur geradeaus wieder gedrückt. Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich so, was macht die da? Gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Oh, von einem Botschafter. 3 von 10 alte Schriftrollen gefunden. Finstere Neuigkeiten. Der Botschafter entdeckte ein schreckliches Geheimnis und floh aus Yamatai. Was hat er gefunden? Und was ist in dem, aus ihm geworden? Was ist in ihm geworden? Ja. Ein Kind. Nein. Schließen. So, hier war jetzt doch noch irgendeine Geocache oder so. Ne, die ist auch da unten, oder? Die sind doch beide da unten. Wenn ich hier jetzt hingehe, dann könnte ich theoretisch darüber springen, aber ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Also, wow. Ganz ruhig. So, gehe ich da wieder hin. So, und jetzt muss ich hier irgendwie, das packe ich doch. Ah, das packe ich echt sogar. Ich hatte nicht gedacht, dass ich das packe. Cool. Okay, ist da irgendwas? Ja, okay, das ist sogar eine Reliquie. Gut, dass ich diese Karte gefunden habe. So, her damit. Was gibt's denn hier? Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Ja, Semperfi gefunden. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Was steht denn da? You. Many you. Nee, Mary you. Nee. Ich glaube, der wollte die heiraten. Yes, stay safe, maybe. Nee, Marge. Das ist Homer gewesen, der die geschrieben hat. Okay, weiß nicht, da geht's. Ist aber bestimmt irgendein Geheimnis. Da hab ich echt verarscht. Normalerweise sind die doch immer Geheimnisse. Oh Mann. Okay, so, dann kommen wir jetzt aber endlich zu dieser Statue. Damit wir dann endlich alle Sachen hier auch haben. Wow. So. Zack. 7 von 10. Ist da irgendwas? Ja, Dokument, okay. Immer diese Dokumente, ey, stimmt. So. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt.
Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Okay, von Hoshi, dem Ruf folgen. Ein Ausschnitt aus dem alten Tagebuch von Hoshi, einer jungen Priesterin der Sonne. Interessant, sie hatte Angst vor ihrer eigenen Königin. Das ist in der Tat sehr beunruhigend. So, okay, aber bevor es dann wirklich jetzt zu dieser blauen Flamme geht, beziehungsweise dem blauen Rauchzeichen da, mache ich hier einen Schnitt. Also bis zum nächsten Mal dann. Bam!